Ja, hallo und Hi, ein Opa, herzlich mal da, willkommen wer ist denn zurück das? bei Landwirtschaftssimulator 15. Und wieder mal dabei ist das Mucker. Servus. So, ich fährt mal das Mais von den LKW ins na, zum Aufbringen. Oh, ich bin hier Bei bei mir. meinem. Ne, der Glas ist gleich wieder voll. 90%. 93, 94, 95. 96, 97, Ja, immer ein bisschen höher. 98, Ups. 99, Ne? 100. Ja. Seid ihr abtanken oder was? Ja, freilich. Och Mann, ey, da komme ich ja nicht zu, ja nicht mehr hier. Wo ist denn jetzt der? Der ist da, wo du ihn abgestellt hast. Da ist er. Bist du da unten? Ich seh dich. Du Alter. musst aber noch einen Ringel fahren. So wie das ausschaut. Sieht interessant aus. Echt? Und da verschwinden die ganzen Hänger hinter den Bäumen. Okay, Ja, die der kommen letzte Hänger selber. ist verschwunden und der Traktor war schon wieder zu sehen. So geil. Das Ding ist so mega lang. Das Schöne ist, wenn ich zu spät bremse, erwischt immer noch einen Hänger. War es das schon? Nein. Ernsthaft? Nein, das war's nicht. Du bist zu weit weg. Nimmst du den Anhänger? Geht auch. Hauptsache, Zufrieden? da wird leer hier. Okay. So, kann ich wieder umswitchen. 50% gleich schon wieder. Ich habe den immer noch nicht hier unten. Mensch, zwei andere Maschinen, wird schon heftig. Ja, der ist ja auch schon über 50% voll. Die schreibt, sieht voll cool aus. Da kann man ja noch froh sein, dass wir noch keinen Strom machen hier. Also noch jetzt noch fahren müssen. Hä? Wie? Ja, Stroh. Ach so, Stroh, jo. Das wäre noch heftiger geworden. Ja, das kommt ja beim nächsten Mal, bei der nächsten Ernte. Ey, wir brauchen dringend einen Erntehelfer hier. Eine richtige Person. Ah, toll, jetzt fährt er gleich um. Muss hier genau ins Feld reinfahren. Nein, da warte ich lieber. Fahre ich doch wieder runter. Weil das ist dann nicht so gut. Davon schafft er es noch bis runter. Ich hecht vor allem. Jetzt. Ich hab nie Hecht gesagt. Ach so. So. Warte. Ach, so eine Forelle wäre jetzt auch was. Was willst du denn damit? Essen? Und dann? Ist man satt? Schon wieder zu 40% voll. Ja. Verklumpt das Ding immer wieder. Echt? Jo. Haben wir das, das, das. Der A.
ist jetzt der Grüne, da ist er. Und vor. Raps 91, ne, ja. In 50%. Ich denke mal, du kannst ja dann, ich habe mal den Trecker ein bisschen weiter hingestellt, wo ich denke, dass du genau da voll bist oder so. Osti schreibt gerade, der hat heute zwei geräucherte Forellen geholt. Darf schon nicht essen, geräuchertes. Nicht? Geräucherten Fisch darf schon nicht essen, ne? Gerade das schmeckt. Ich weiß, auch darfst du nicht essen. Schade. Das ist schade. Das kann tödlich für mich enden. Das ist Mist. Ja, eigentlich tödlich und nicht Mist, aber. Ja, gut. Ja. So, gleich wieder eine Ausgangsposition hinstellen. Ich glaube, das hast du ganz gut getimed hier. Mit dem Wieso, Traktor. Was? Echt? Ich switch mal hin. Ja, ich bin jetzt zu 84% voll. Naja, kannst du gleich hier entladen. Mach's ja da vorne. Wenn du einmal hier bist. 90%? 92? Oh, ganz gut getimed eigentlich. 94%. Schön. Ja, werden wir nicht ganz voll kriegen mehr alles hier. Schade. Ah, ist echt ärgerlich. Von Anfang an so, ja. Na, man könnte sich hinten auch speisen. Naja, aber dafür haben wir jetzt genug Hexe gut. Also falls wir Hexe gut brauchen, haben wir jetzt noch genug da. Dann bräuchten wir ja noch nicht mal Gras mähen. Zum Beispiel, ja. Wohl doch, vielleicht für die Kühe, die brauchen ja auch noch Gras nebenbei, ne? Nö. Kühe brauchen die nicht auch Gras? Die brauchen noch Gras, Stroh und Silage. Und Wasser bräuchten sie auch mal. Ums Wasser hast du dich immer gekümmert? Ja, das habe ich schon lange nicht mehr geschaut. Aber wir müssen eigentlich noch ein bisschen Wasser haben, aber nicht mehr so viel. Ja, guck, das können wir jederzeit wieder auf den Hof holen. Ja, es geht ja schnell. So, da fährst du jetzt hier lang, da fährst du hier. Ernsthaft? Da muss ich jetzt hier ganz drumherum fahren? Boah. Ach du Scheiße, die Hänger. Ach, nicht unbedingt. Ja, freilich, sonst mache ich dort die Ernte kaputt hier. Ja, ich tue ja dort eh absenzen und dann könntest du dort dann auch schon um die Kurve fahren, da vorne gleich. Ist zu spät, ich bin gleich um die Kurve hier. So, Rückwärtsgang. Und vorwärts! Oh je, Dinger ziehen. Was, die fragt, warum darfst du das nicht essen? Ja, weil ich dagegen allergisch bin und das kann tödlich dann für mich enden. Wenn ich geräucherten Fisch esse. Das habe ich auch noch nicht was. Wäre schon das Kind mal fast hops gegangen davon. Ach, da war ich noch so jung und unschuldig. Jetzt bin ich nur noch unschuldig. Ja, du? Ja, freilich. Das glaubt ja keiner. Klar, das glaubt mir jeder. Oh, das glaubt ja keiner. Doch, ich bin unschuldig. Nein. Doch, ich bin die Unschuld vom Lande. Nein. Was denkst du, warum ich hier Traktor fahre? Ich bin die Unschuld vom Lande. Nee. Na doch. Das brauchen wir. Ich überlege. Nein. Wenn du überlegst, geht sowieso alles schief. Was? Nein.
Warte, dann denke ich. Warte mal, warte, warte. Du musst überlegen und denken, dann geht's schneller. Okay. Ich versuche mal. Aber das geht, selbst das geht bei dir immer in der Hose. Ja, warte, ich versuch's mal. Vielleicht sicher was anderes. Warte. Nein. Du hast dich nie angestrengt. Und selbst wenn du dich da mal anstrengst, das geht bei dir sowieso immer in der Hose, das weißt du doch. Okay, dann überlasse ich das Denken den Fischen. Die haben eine Wasserkühlung, ja. Na, deswegen. Warte mal. Du hast keine Fischrohre. Nein. Die sagen auch nein. Ja, du hast ja auch keine Fische. Woher weißt du das? Tja, ich habe dir doch letztens schon gesagt, du hast nie alle Kameras gefunden. Ja, beim letzten Mal haben die so lange überlegt, bis das Wasser gekocht hat. den kann ich ja wieder abdanken hier. Na los, komm vor. Achso, Handbremse. Eine angezogene Handbremse zu fahren wird schwierig. Ja, habe ich gerade festgestellt. Also Leute, fahrt niemals los mit angezogener Handbremse. Da kommt man nicht so schnell davon Fleck. Ist nur ein guter Tipp. Osti gibt mir aber auch recht, dass ich unschuldig bin. Ja? Mhm. Ach, das sagst du mir so. Nein, das steht hier im Chat. Ja, wo soll ich denn das jetzt sehen? Mach den Stream an? Nein. Dann würdest du es sehen. Nein. Weil wenn ich raustappe, ist nämlich dann die Aufnahme abgebrochen. Warum brichst du die Aufnahme ab? Warum machst wenn du sowas? Raustappe, wenn ich raustappe, ist die Aufnahme abgebrochen. Ja, warum machst du aber sowas? Ja, deswegen mache ich das ja auch nicht. Achso. Ja. Oh, gibt schon ein bisschen mehr Sinn jetzt, ja? Ja, weißt du wieso, ja. Nee, wieso? Ja, so. Ach so, so ja, oder genau. Nur so? Ja, so halt. Also so. So, ja, so. Sozusagen, so. Sozusagen so. So halt, ne? Sozusagen so halt. Sozusagen halt, ne? Also sozusagen so, sozusagen halt, so. Na, genau so. Ja, oh, du hast schon ein bisschen verkalkuliert. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Litfaktor müsste ein Stück zurück. Hä? Ist der vorher schon voll? Jo. Warte, ich komm da an den Hänger ran, gut. Warte. Der letzte Hänger. Echt? Jo. Diesmal hast du verkalkuliert. Aber guck mal, der letzte Hänger, also. Ja, besser wär's also gewesen, wenn ich Punkt genau am roten stehen hätte bleiben müssen. Nein, das war jetzt mit Absicht. Dann müsstest du. Warte mal, müsste ich ja jetzt hier so lang fahren. Du blockierst den Verkehr hier. Ach, hör auf, ich bin schon lange weg. Ich muss so abbremsen. Und noch langsamer fahren wegen dir. Weil du mal wieder in die Eisenknicke kommst. Ich ja wieder. Du wieder. Genau, du. Du hast doch fast. Endlich hast du es mal eingesehen. Junge, ich bin fast hinten am Feld. Oder ist der Hänger gerade mal hinten fast gerade? Auch nur fast. Fast. Oh, der ist ja auch gleich fertig. Da haben wir gleich drei Maisfelder abgeerntet, ne? Und das eine Feld hier mit Raps ist auch gleich fertig. Cool. Ja, so arbeiten wir schon produktiver, muss ich sagen. Ja. Könnte ich normalerweise so hinstellen, oder? Ne, nicht ganz. So. Nicht ganz. Hä? Ne, nicht ganz. Das weiß ich auch nicht, was ich mache. Blödsinn, wie immer. Jetzt muss ich wieder switchen. Ich kenne dich doch nicht anders.
Wenn du mal keinen Blödsinn machst, fühlst du dich nicht wohl? Ich ja, du bist wie, bist wie so ein kleines Kind. Wenn kleine Kinder ruhig sind, machen die auch Blödsinn. Mal gut, dass ich nie ruhig bin. Ha. Selbst wenn du mal nie ruhig bist, machst du Blödsinn. Wenn du mal ruhig bist, dann machst du richtig bösartigen Blödsinn. Also, was bedeutet das? Du machst nur Blödsinn. Hm? Nö. Ja, freilich. Nein. Wenn du mal keinen Blödsinn machen kannst, fühlst du dich doch nicht wohl. Guck hier, wir sind am Folgenende. Kann schon sein. Wer hat anmoderiert? Du oder du? Ja, ich glaube du. Ich. Ja, du. Hm? Wirklich, ja, du. Ja, ja. Oh, ja. Weil letzte also, Folge war ja ich dran und dementsprechend, also warte, die erste Folge war jetzt du ja, ne? Und dann die zweite ich und das ist jetzt die dritte in derselben Aufnahmesession, also bist du also, jetzt auch dran, weißt du? Also jetzt ja, genau du mit abmoderieren und in der nächsten dann halt ich mit an und abmoderieren und so, weißt du? Weißt du? Weißt du? Ja. Ja, irgendwie sowas, gut. Ja. Ja, so in der Richtung. Genau. Also Leute, ja. Wenn es euch gefallen hat, ja, wie immer halt, ne? Macht ein Like oder wie immer halt, ne? Schreibt etwas in die Kommentare oder abonniert uns. Hashtag Rorolaues Lüftchen. Ich bin niemals lau. Ich bin ein Vulkan. Ja, das wärst du gerne. Was? Also Leute, bis denn dann. Ciao. Tschüss.